habe eine Nachricht für Sie, Jensen, von Pritchard. Er sagt, dass er nicht im Büro ist. Toll. Und was genau soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, Sie sollen sich beim Boss melden. Selbst wenn es war... Hey Jensen, was denken Sie? Ich weiß, dass wir Verträge mit der Regierung haben, aber David würde doch nie eine Armee augmentierter Soldaten bauen. Selbst wenn es wahr wäre, dass wir augmentierte Soldaten züchten und ausbilden, denken die, uns hier einzusperren und mit Steinen zu bewerfen, hält uns auf? Ich glaube, die wollen der UNO zeigen, wie wütend sie sind, damit die Delegierten etwas unternehmen. Wir sind sowieso nur Arbeiter. Ob die Bilder nun echt sind oder nicht, die Leute... Sheriff? David ist gerade kurz weg, Mr. Jensen. Aber kommen Sie doch rein. Ich hatte gehofft, Sie endlich kennenzulernen. Mr. Darrow, ich bin überrascht, dass Sie wissen, wer ich bin. David spricht in den höchsten Tönen von Ihnen. Er sagt, Sie sind bei der Detektivarbeit wie ein Hund mit einem Knochen. Haben Sie Ihre Wissenschaftler schon gefunden? Was hat er Ihnen noch erzählt? Im Laufe der Jahre? Sehr viel. Heute bin ich aber als Freund und Wissenschaftlerkollege hier. Es wird da draußen ziemlich turbulent, finden Sie nicht auch? So viele Leute, berauscht von der Revolution. Die Vereinten Nationen werden gedrängt einzugreifen. Und das alles nur wegen meiner Technologie. Seit damals haben sich die Dinge verändert. Ja, nicht wahr? Und mein alter Freund David möchte jetzt, dass ich uns ins gelobte Land führe. Er hat mich gebeten, UN-Vertreter nach Banshire einzuladen, um sie zu überzeugen, dass eine Regulierung der Industrie unnötig ist. Ihr Geoengineering-Projekt im arktischen Ozean? Die Anlage hätte ohne die Hilfe augmentierter Arbeiter niemals errichtet werden können. Und wenn sie fertig ist, wird mein kleines Loch im Meer die globale Erwärmung stoppen. Ein perfektes Vorzeigeobjekt, finden Sie nicht? Wenn's funktioniert? Sie meinen, wenn es uns nicht alle umbringt. Adam? Sie sind zurück. Kann ich Sie draußen sprechen? Gehen Sie zum Helipad. Sie fliegen zurück nach Hengsha. Frank hat eines der GPLs aufgespürt. Nur eines ist es... Sevchenkos. Aber Adam, wir mussten dafür einen Gefallen beim Verteidigungsministerium einfordern. Was bedeutet, dass die Verschwörer vermutlich wissen, dass ich komme? Sie sind Adam Jensen, oder? Der Sicherheitschef hier. Ihre Leute haben bei der Sicherung des Gebäudes ganze Arbeit geleistet.
Tausende wütender Demonstranten. Das glaube ich einfach nicht. Die haben mitten in Detroit eine Terrorzelle entdeckt. Und weißt du was? Die Terroristen waren... Der Boss sagt, wir fliegen wieder nach Hengshaw? Pritchard hat Sevchenkos GPL-Signal geortet. Wenn er lebt, gibt's eine Chance, dass die anderen auch noch leben. Aber keine besonders große, Jensen. Wir arbeiten schon die ganze Zeit mit minimalen Chancen. Wie Sie meinen. Kann's losgehen? Was du heute kannst besorgen. Aufbruch. Dann springen Sie rein. Schlechte News, Spyboy. Spyboy? Die Flugsicherung von Hengshaw hat eben unsere Freigabe widerrufen. Wir werden umgeleitet. Das gefällt mir nicht. Ignorieren können sie die wohl nicht einfach. Tolle Idee. Die chinesische Regierung. Ich muss mich fügen. Bravo Echo Echo 008. Fliege zu vorgegebenen Koordinaten. Scheiße! Wir haben eine Boden-Luft-Rakete am Arsch! Alle Systeme ausgefallen!